Ich möchte mir die Situation nicht vorstellen, was dann in unserer Gesellschaft los ist, wenn im Prinzip da, in dieser Situation, gesagt wird, ich habe gewusst, die Eltern, ich habe gewusst, mein Kind wollte keine Organe spenden. Und jetzt sitze ich da und habe keine Möglichkeit. Aber stopp! Dann schauen Sie in Ihr eigenes Gesetz, in Ihren eigenen Entwurf rein. So, das ist nicht unlauter. Nein, also bitte mit solchen Wörtern, mit solchen Wortwahl wollen wir doch hier nicht umgehen bei diesem wirklich wichtigen Thema. Und insofern, Herr Kollege Spahn, muss ich Ihrem Post vom Wochenende widersprechen, wenn Sie schreiben, die Widerspruchslösung zwinge niemanden zur Organspende. Doch, Herr Spahn, denn es muss eine freie Entscheidung bleiben, Organe zu spenden, Organe nicht zu spenden oder sich gar nicht zu entscheiden. Und Letzteres kommt nämlich in Ihrem Gesetzentwurf nicht vor, und zwar das Ganze ohne einen Zwang. Und das ist eben das Entscheidende. Und augenzwinkernd, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich noch sagen, 16-Jährige sind bei Gott nicht nur mit Liebeskummer und künftigen Lebensperspektiven oder Beschäftigungsperspektiven beschäftigt. Wir sehen es, es sind Tausende draußen wegen Fridays for Future oder gegen die Urheberrechtsreform, die demonstriert haben. Also wir sollten ihnen deutlich mehr zumuten bzw. zutrauen. Viel wichtiger wäre es, wesentlich mehr in die Gesundheitsvorsorge zu setzen und hier schon bei der Jugend in den Schulen anzufangen und auch investieren. Aufklärung und Vorsorge ist viel besser, als ungesund zu leben und dann auf eine Organspende zu hoffen. Somit könnte man die Zahl der Patienten, die ein Organ benötigen, senken. Liebe Mitbürger, kümmern Sie sich mehr um Ihre Gesundheit. Essen Sie zum Beispiel mehr Grün, trinken Sie mehr Grün. Chlorophyll ist nämlich grünes Sonnenlicht und eine der wirksamsten lebensspendenden Substanzen auf unserem Planeten. Ich will jetzt gar nicht auf das eingehen, was Herr Kollege Potulay hier gesagt hat, aber nur so viel, dass Sie den Menschen, die händeringend auf ein Organ warten, auch noch unterstellen, dass sie an diesem Leid selbst schuld sind, dass es an Zynik nicht mehr zu überbieten. Ich habe jetzt bei dem vorhergehenden Redebeitrag eins nicht verstanden, dass die Widerspruchslösung Eindeutigkeit schafft. Denn woher weiß ich, wenn jemand eine Widerspruchslösung nicht gemacht hat, dass er oder sie nicht gemacht hat, weil er oder sie verbaselt hat, weil er sich doch nicht damit auseinandersetzen wollte, weil er es vergessen hat, was auch immer. Ich finde, eine Einwilligung ist eindeutig, ein fehlender Widerspruch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollegin Matter, Sie haben gerade gesagt, es würden die Angehörigen gar nicht mehr involviert. Doch, das haben Sie gesagt. Bei dem 18-jährigen Motorradfahrer werden trotzdem auch die Eltern gefragt, ob es einen mutmaßlichen Willen des Verstorbenen gibt, der dagegen spricht. Das ist die Frage. Ja, aber Sie werden gefragt und Sie haben vorhin einen anderen Eindruck erweckt. Deswegen wollte ich ja nur sagen, es ist für die Frage, wie die Kaskade ist, wie die Informationen sind und wie entsprechend die Entscheidungsfindung ist, wie ich finde, das so angelegt, dass man das gut verantworten kann. Und darum geht es ja, ob das eine Lösung ist, die in ihrem Gesamtkontext verantwortbar ist. Und wer von Ihnen das tatsächlich als unzumutbar empfindet, den Menschen eine Entscheidung über den Verbleib ihrer eigenen Organe nach dem Tod abzuverlangen, dem muss ich unterstellen, dass er den Ernst der Lage nicht verstanden hat. Die Patienten, von denen derzeit 10.000 auf der Warteliste stehen und täglich 3 sterben, halten von einer solchen Lösung jedenfalls nichts. Ich bitte Sie herzlich, persönlich mit Ihnen zu sprechen. Leider haben Sie, Frau Baerbock, entsprechende Anfragen bisher abgelehnt. Es war schon Verkehrsminister Ramsauer, der in der 17. Wahlperiode das unbedingt umsetzen wollte. Die FDP hat das damals verhindert. Herr Dobrindt, der gerade reinkommt, Herr Seehofer, haben gegen die Bedenken von Frau Merkel, gegen die Bedenken der SPD das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Hätte die SPD ihre Bedenken so aufrechterhalten wie damals die FDP, hätten sie sich heute viel Ärger und auch viele Kosten erspart. Der Wissenschaftsdienst hat zweimal klar aufgeschrieben, das geht so nicht. Und was war Ihre Reaktion?
Jetzt ist es ja noch verständlich, dass Sie sagen, Sie sehen das anders. Aber lesen Sie mal nach. Sie haben damals, das ist ein absolutes Unding, Sie haben gefordert, den zuständigen Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung zu entlassen aus Ihrem Dienst. Deswegen frage ich Sie, stehen Sie weiterhin dazu, diesen Mitarbeiter zu entlassen? Haben Sie sich damals geirrt? Entschuldigen Sie sich bei diesem Mitarbeiter und zählen diese Maßstäbe, die Sie bei anderen anlegen, bei sich selber. Natürlich ein Irrwitz der Geschichte, dass Sie am Tag des Urteils die Verträge kündigen und dann Tage später jetzt Sachen nachliefern und schwere Vorwürfe erheben gegen die Betreiber. Das ist natürlich eine weitere Ablenkungsstrategie, die falsch ist. Das wird teuer sein für den deutschen Steuerzahler. Deswegen hören Sie auf zu vertuschen, sagen Sie klar, wo es lang geht. Übernehmen Sie auch politische Verantwortung, sonst wird es nicht nur zu einem U-Ausschuss kommen. Am Schluss werden Sie auch dafür die Verantwortung haben. Ich bin froh, dass Andreas Scheuer Verkehrsminister ist. Warum? Er macht seinen Job. Und sein Job ist es, Gesetze, die der Deutsche Bundestag beschlossen, die der Bundesrat beschlossen hat, die der Bundespräsident unterzeichnet hat, und für die, und das geht hier leider ein bisschen unter, weil es Ihnen nicht passt, für die Europäische Kommission nach intensiven Verhandlungen zu genau diesem Thema grünes Licht erteilt hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was als tätig zu werden soll ein verantwortungsbewusster Verkehrsminister tun? Danke, Andi Scheuer, es war genau das Richtige und es gab keine Alternative dazu, im letzten Jahr auszuschreiben und zu vergeben. Die gleichen, die heute die Krokodilstränen, die Scheinheiligen, weinen um die entgangenen Mauteinnahmen, würden heute hier stehen bei einem positiven Urteil und bei Nichttätigwerden des zuständigen Ministers und darüber heulen, dass uns jetzt Einnahmen entgehen. Meine lieben Freunde, ich kann Ihnen nur sagen, scheinheilig bis zum Ende, und deswegen kann ich nichts davon ernst nehmen, was Sie heute von sich geben. Was der Minister gemacht hat, ist das einzig Richtige. Er stellt die Verträge zur Verfügung einer Geheimschutzstelle. Da können Sie jetzt alle hingehen. Viele waren schon dort. Sie können sich selber einen Eindruck verschaffen. Jetzt höre ich das wehklagen. Ja, aber da kann ich mit niemandem drüber reden. Ja, wir sind ja auch kein Gesprächspreis und keine Selbsthilfegruppe. Wir sind das deutsche Parlament. Und da erwarte ich von einem Abgeordneten, dass er auch mit sich selber klarkommt, mit den Inhalten, die er hier zur Kenntnis nehmen kann. Es war lange bekannt, dass der Europäische Gerichtshof in diesem Jahr ein Urteil sprechen wird. Trotzdem hat der Verkehrsminister vor einem halben Jahr einen milliardenschweren Betreibervertrag abgeschlossen. Herr Scheuer, warum haben Sie nicht noch diese 6 Monate abgewartet? Was ist das für eine Arroganz gegenüber einem rechtsstaatlichen Verfahren? Jetzt ist das EuGH-Urteil zum Totalschaden für die CSU, für den Verkehrsminister Scheuer und leider auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geworden. Aber das muss man leider auch sagen, die Skandalmaut ist zwar jetzt erledigt, aber der Skandal geht weiter und heißt Andi Scheuer. Denn die Maut als Mumie jetzt, die reißt noch Löcher in den Verkehrsetat, und das ist die Verantwortung allein dieses Ministers, das muss man an der Stelle einfach mal klar sagen. Es geht nämlich darum, dass Herr Scheuer so miese Verträge gemacht hat, dass bei einem negativen Urteil des Europäischen Gerichtshofs dem Unternehmen, dem Betreiber, dem Vertragsnehmer den Bruttounternehmenswert als Entschädigung erstattet werden soll. So, wir lesen jetzt in der Presse, dass das mindestens 500 Millionen Euro sein können. Andere sprechen von noch größeren Zahlen. Der Vertrag hat einen Wert, sagt der Minister selber, von 2 Milliarden. Ich frage hier mal ehrlich und ich frage Sie, Herr Scheuer, wie kann man eigentlich so verrückt sein, einen solchen Vertrag abzuschließen mit einer solchen Entschädigung, wo man weiß, das EuGH-Urteil steht noch aus? Das ist doch Wahnsinn. Und um das mal hier klar zu sagen, es hat in Deutschland schon eine Reihe von Ministerrücktritten gegeben. Aber viele von denen waren aus wesentlich geringerem Anlass als über das, was wir jetzt hier reden. Und Herr Scheuer, da sollten Sie in einer ruhigen Stunde vielleicht mal drüber nachdenken. Mir war das sehr klar, welche Begriffe denn hier verwendet werden von einigen aus der Opposition. Skandal, Murks, Vertuschung, Rücktritt, Nebelkerzen etc. etc. Das wundert mich überhaupt nicht, Herr Kollege. Nur Debakel habe ich noch vergessen, genau. Nur ganz bemerkenswert ist, Herr Kollege Griescher, wenn Sie Ihre Schadenfreude auch noch verbinden mit einem Dank für den EuGH,
dass sie so entschieden haben, dann ist es schon sehr bemerkenswert, weil dieses Urteil nämlich Deutschland wirklich viel Geld kostet. Und Herr Griescher, wenn Sie das so sehen, wie viel Einnahmen uns damit abhanden kommen, das ist schon eine bemerkenswerte Situation Ihrerseits. Und jetzt sage ich Ihnen zum Thema Risiko. Wäre dieses Urteil genau andersrum ausgegangen, nämlich Bestätigung für die Infrastrukturabgabe, und der zuständige Minister hätte nichts gemacht, dann wären Milliardenausfälle zu beklagen, und das würden Sie genauso kritisieren und meinen Rücktritt fordern. Und es ist schon bemerkenswert, dass Sie ständig mit Entschädigungszahlungen aus den Medien zitieren. Wir haben vom Auftragnehmer noch keine Forderung auf dem Tisch liegen. Sie zitieren Medienberichterstattung. Wie seriös ist denn das? Diese anderen Länder haben selbstverständlich die Steuersystematik für ihre autofahrenden Bürger seit Jahrzehnten darauf angepasst, dass es diese zusätzliche Mautbelastung gibt. Nur wir in Deutschland dürfen eine solche Anpassung, falls wir sie denn wollten, nun aber nicht mehr vornehmen. Nur weil wir später dran sind? Hat der EuGH hier mal wieder seine bekannte Neigung zugunsten eines europäischen Zentralismus ausgespielt? Oder haben Koalition und Bundesregierung mit dem Mautgesetz einfach zu hoch gepokert? Egal, das Ergebnis ist und bleibt einfach absurd. SPD und Grüne haben sich gegen das CSU-Mautprojekt gestellt. Aber wie lange wird diese Position halten? Wenn die finanzpolitischen Lockrufe der Klimarettung zu hören sind oder gar das neue Modewort Verkehrswende erklingt, ein paar Monate oder gar nur ein paar Wochen oder vielleicht nur ein paar Stunden, wenn ich die Frau Kollegin Lühmann richtig verstanden habe. Die Pkw-Maut war nicht unser Verkehrsprojekt. Wir hatten, und dies hat Frau Lühmann eben schon erläutert, einen Koalitionsvertrag und in diesem Koalitionsvertrag vor allem sozialpolitisches Gesamtpaket durchgesetzt. Und das nennt man nicht geiselhaft, Herr Krischer, sondern das nennt man Koalitionsvertrag, den auch Sie in Ländern mit Kolleginnen und Kollegen der CDU unterschreiben. Und man lebt nun mal in der Politik, wenn man Koalition eingibt, auch von Kompromissen. Nach dem Urteil des EuGH wäre nur noch rein theoretisch, und ich hoffe, auf die Idee kommt auch keiner, eine Pkw-Maut möglich, die die Deutschen zusätzlich belastet. Und ich kann hier für die SPD-Fraktion erklären, das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Ja, ich bin ja nicht Frau Merkel. Machen Sie sich da mal keinen Kopf. Seit Beginn der Diskussion um die Maut hatten wir große Bedenken, ob die Pkw-Maut europakonform sein kann. Meine Kollegen Holm und Wiele von der AfD, vielleicht sollten Sie bei sich in der Partei und in der Fraktion auch mal für Klarheit sorgen, was Sie eigentlich von diesem Vorhaben halten. Ich habe mir den zweifelhaften Spaß gemacht und bei Ihnen auf der Seite mal nachgeguckt. Ihr Kollege Dirk Spaniel behauptet, dass der EuGH mal wieder zulasten des deutschen Staates entscheiden würde. Und er ist bedauert, dass diese Maut nicht kommt. In das gleiche Horn stößt übrigens Stefan Keuter, der dies ebenfalls bedauert. Gucken Sie einfach auf Ihrer eigenen Homepage nach und überlegen Sie doch einfach mal, ob das, was Sie hier eben gesagt haben, dass Sie das nämlich tatsächlich so begrüßen, ob das alles am Ende so zusammenpasst oder ob Sie nicht hier wieder neben dem typischen Euro- und EuGH-Gerichtspopulismus und Bashing eigentlich für sich selber ihre Position geklärt haben, Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Mein Verhältnis zur Regierung ist an der Stelle absolut ungetrübt. Wir haben einen Koalitionsvertrag, Herr Kollege. Und im Gegensatz zu Ihnen übernehmen wir Verantwortung und bashen nicht nur Gerichte, bashen nicht nur Minderheiten. Wir übernehmen Verantwortung. Ich bin froh, dass Sie das übrigens nicht tun in diesem Land. Und dabei wird es hoffentlich auch bleiben.